Und herzlich willkommen aus dem herbstlichen Glimmerbrook. Wunderschön, schaut euch diese Farben an. Und ja, wir sind bei Louis heute, der eigentlich hier wohnt. Ich bin aber mit ihm gereist. Lara ist noch zur Arbeit und ich dachte, ja, sie fahren zu den Nachbarn, zu Kevin und zu seiner Schwägerin. Guckt mal, wer da nachgekommen ist, war eh klar. Kevin kommt jetzt gerade nach Hause. Irgendwie waren die Kinder alleine. Aber die sind wahrscheinlich nach Hause gekommen, weil Louis hier rein ist. Und ich habe ihn jetzt einfach mal was kochen geschickt, damit die nicht hungrig sein müssen. Hier ist unsere kleine Hanna. Das ist ihre Cousine. Das ist Christina. Genau. Und dann gibt es noch hier. Sie hat Kevins Haare. Sind so süß. Die Hautfarbe von der Mama, von Luisa, die Zwillingsschwester von Lara ist das ja. Und sie hat rote Haare. Und das ist Alina, genau. Und Kevin ist jetzt gerade nach Hause gekommen. Dann kann Luis ihn ja auch dann begrüßen. Der wird auch nichts dagegen haben, dass mal jemand anders kocht. Kevin ist ja Koch. Kannst du ihn begrüßen. Einladen, zusammen kochen. Vielleicht kocht er ja noch mit. Ja, er gibt dir Tipps, das ist ja gut. Dann wie gesagt, Kevin ist ein ausgezeichneter Koch geworden. Kann mich noch gut erinnern, als die zusammen im Internat gewohnt haben. Ach, guckt mal, Luisa ist auch nach Hause gekommen. Und freut sich, dass der Louis da ist. Die Kleine freut sich, dass die Mama zu Hause ist. Und Lara wurde befördert zum Gruppenorakel. Wow, Lara macht nur noch Karriere. Ich würde mal sagen, wir bringen sie auch hierher. Ist ja auch ihre Schwester. Dann kann sie hier eine Portion nehmen. Nee, dann kann sie hier sich auch. Ruf mal zum Essen. Coco ist natürlich auch mitgekommen. Der freut sich ja auch, wenn er alles sieht. Er ist schon ein bisschen alt und müde und schläft sehr viel. Er ist halt schon ein Senior. Wir haben ihn ja auch schon sehr lange. Schon seit Louis ein Kind war. Aber ja, wir hoffen, dass er noch eine Zeit lang durchhält, gell? Unser Kuku Weißhaupt. Ja, so essen die zusammen. Louis war so einfach zu langweilig wieder mit der Kleinen. Die hat geschlafen, da hat er geschrieben, hat alles erledigt im Haushalt und so. Und ja, also irgendwie ist es Louis wirklich ein bisschen langweilig und da möchte er jetzt auch mit Lara dann drüber reden, was er denn tun können. Denn irgendwie fühlt er sich von seinem Leben ein bisschen übergangen. Er möchte gerne noch mehr Action. Nicht? Er ist noch jung und er fühlt sich einfach doch sehr wohl mit seiner Frau und mit seinem Kind. Und er schreibt sehr gerne und schreibt auch Lieder und alles, aber er möchte auch wieder mal ein bisschen raus und was erleben. Wo ist er denn jetzt hingegangen, unser Louis? Ach, auf die Toilette, okay. Und deswegen werden wir heute mal sagen, die Kinder, die kriegen Babysitter. Und wir gehen einfach mit den Großen essen. Und das machen wir jetzt. Hanna lassen wir hier, die kann hier mit auf beim Babysitter bleiben. Kevin und Louis natürlich. Ach so, Louis ist eh schon ausgewählt. Okay, dann ist es okay und dann fahren wir so. Die haben jetzt zwar hier schon gegessen, aber das macht ja nichts. Obwohl, dann könnten wir, das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir essen gehen,
Dann machen wir was anderes. Dann fahren wir irgendwie. Ja, gucken wir mal. Was könnten wir denn machen? Mal nach Hause, nach Sulani fahren. Wäre auch nicht schlecht. Ich habe hier eine Bar platziert, die Minimi Sims Paradies als kreativ geshared habt auf ihrer Patreon-Seite. Sehr zu empfehlen. Solltet ihr auf alle Fälle besuchen. Gibt auch viele Gratis-Sachen dort, wenn ihr aus Gründen wie auch immer sie nicht unterstützen könnt. Was ich sehr schade finde, weil sie hätte es wirklich verdient. Aber ich werde jetzt mal, endlich mal, diese Bar hier besuchen. Gut, wir sind in Solani. Es ist gleich wärmer. Glückliche Stunde für geizige Sims. Es gibt alle Getränke zum halben Preis. Ja, was wollen wir denn mehr, nicht? So. Coole Bar und natürlich. Ich hab's nicht anders erwartet. Okay, wir sind jetzt aber auch auf Susolani. Es ist natürlich Bender. Und schauen wir mal, ob wir auch einen Barkeeper bekommen. Sag nicht, dass du unser Barkeeper bist. Nein. Oh. Dass Lara mit ihrem Schatz romantisch war, es könnte Paranoia sein oder Furcht um ein ungutes Gefühl, aber Lara kann sich einfach nicht anders, als sich zu fragen, was ihr Schatz plant oder hinter den Kulissen macht. Ja, Lara Louise macht gar nichts. Wieso ist denn Hannah jetzt da? Die hat dich doch gar nicht mitgenommen. Oh ja, also. Hannah schicken wir zur Tagespflege und Coco möchte ich auch gerne nach Hause schicken. Geht das? Ja, geht irgendwie nicht, aber ja, ist egal. Coco ist nicht so wichtig. Wo ist Kevin? Dafür ist Kevin nicht da, oder? Hier steht jemand an der Bar. Hat jemand Geburtstag? Herr Wolfgang, sie steht auch draußen. So, ihr werdet jetzt hier bestellen, für die Gruppe bestellen, und zwar Hähnchengeflügel.de. Feuerbrunst. Das ist ganz schön teuer schon, gell? Latte Coccolata, das was trinken wir sonst immer. Sea Splash nehmen wir heute. Gut. Simba ist auch da. Ach, lo. So, dann probieren wir ihn noch nach einzuladen. So. Also entweder er geht nicht zu auswählen oder ist eh schon da. Ja, es ist ein wunderschöner Schluck. Guck dich mal diese riesige Bar an. Das ist ja voll gigantisch. Voll cool. So, Ben geht jetzt mit Simba nach Hause. Denke ich mal. Wir müssen da hier aufklappen, damit man sieht, was es da für schönes Ambiente gibt. So. Nee, Kevin ist nicht da. Ja, das tut mir leid, aber guck mal, Lara, hier ist dein Papa. Ach, da ist Kevin, der war schwimmen. Der hat sich wahrscheinlich so gefreut, dass er endlich auf Solani ist. Du kannst natürlich deinen Vater begrüßen. Oh, freundlich. Geselligkeitstipp ging. Du darfst natürlich deinen Vater auch begrüßen. Beste Freunde werden. So. Und ja, die ganzen Viecher, ich weiß auch nicht. Jetzt ist das Wollknäuel auch noch da. Ja, keine Ahnung. Hier ist jemand mit Wollmütze. Ich würde mal sagen, du gehst bitte nach Hause. Just go away. So. Ja, das ist der Papa. Jetzt wird sich Luis ein bisschen hier um seine Beziehung küssen.
Bisschen kümmern. Küss mal deine Freundin. Und Händchen halten. Und hallo Angela, ist sie auch noch da? Ja, kannst du hier mal, hier, sitzt mal zusammen hier. Oh, er steht aber sehr schlecht. Ah, Lara, ich glaube, das tut weh. Lara muss aufs Klo. So, Lara, gucken wir mal, ob es hier eine Toilette gibt. Wahrscheinlich oben. So, gibt es hier Toiletten? Ja, da gibt es gar nichts um. Okay. Ah, hier. Hier. Ja, hier gibt es Toiletten. Dann geh mal auf die Rose, ne? Ich nehme mal an, dass das die Mädchentoilette. So, Kevin. Mach keinen Blödsinn. Das ist Natalie. Oh, Romy ist jetzt auch da. Hallo, Romy. So, du kannst auch abhauen. Just go away. So. Louis. Komm. Du willst das trinken. Du bist müde. Komm mal, Louis, du kannst ein bisschen die Sterne Saftpunkt bilden gegen Lara. Wieso habt ihr so einen schlechtes Liebesbalken? Okay, wir müssen uns jetzt um die beiden hier kümmern. Ich werde jetzt die anderen aus der Gruppe entlassen. Aktion. Ausrunde entfernen. Die beiden hier. Und dann werden... Dann werden Lara und Louis mal ein bisschen Softball spielen. Na, spielt ihr jetzt so? Macht euch das Spaß? Hast du schon wieder aufgehört? Ja! Sehr schön. Das sieht ganz danach aus, als würde Louis gewinnen. Mal guckt mal, von der Seite habe ich es gar nicht angeguckt. Wie schön das ist mit den vielen Flaschen. Wow. Seasplash. Das steht am Boden. Der Tita ist da mit der Mama von Melinda. Julie ist da. May ist da. Und Max. Ja, gut gemacht. Sorry, Lara. 4-2 hat Louis gewonnen. So, hier oben kann man sich so ein bisschen romantisch machen. Hm? Hallo? Zusammensitzen. Claudi ist da. Blauscht mit Angela. So, und dann wirst du zu Lara mal sagen, hör mal zu. Ich habe mir das da überlegt, Lara. Ich liebe dich über alles und ich möchte dich immer noch heiraten und ich liebe unser Baby, das weißt du, aber es ist alles so schnell gegangen. Mir fehlt ein bisschen Action, mir fehlt ein bisschen Leben. Ich möchte doch noch irgendetwas unternehmen und ein bisschen raus. Ich weiß nicht, kannst du das verstehen? Wir verdienen beide sehr, sehr viel Geld und du bist echt die ganze Zeit nur mit Arbeit beschäftigt. Und ja, ich verstehe ja, dass das wichtig ist für dich, aber ich habe echt nur das Baby und sonst gar nichts. Und
Wir kommen noch nicht mal mehr dazu, dass wir zusammen Sex haben. Das ist ja echt... Ich weiß nicht, Lara, so kann das nicht weitergehen. Ja, Louis, ich weiß, wir haben ein Problem und ich weiß auch, dass es meine Schuld ist, aber im Moment habe ich so viel Arbeit und so viel zu tun. Ich kann da jetzt im Moment echt nicht zurückstecken. Aber ich verstehe, dass du auch mehr möchtest. Und vielleicht könnten wir einfach ein Kindermädchen einstellen und du gehst ins Büro und... Oder machst was anderes. Ja, hallo? Yannick, glaube ich, bist du? Oh, jetzt kommen die alle hier hoch. Warum? Komm, dich brauchen wir jetzt nicht und Heidi brauchen wir auch nicht. Wir wollen jetzt alleine sein. So. Und Louis sagt dann, weißt du, Lara, Papa hatte immer den Traum, den Mount Coverevi zu besteigen. Und ich bin ja sportlich nun sehr fit und ich trainiere auch die ganze Zeit. Ich möchte echt wieder mehr klettern gehen und ja, ich habe auch schon mit Theo gesprochen. Theo geht's nämlich ähnlich und ja, wir wollen gerne mit Papa darauf steigen. Eventuell kommt Amando noch mit. Und ich hoffe, du hast dafür Verständnis, dass ich dann mal ein paar Wochen nicht da bin. Du kannst ja jederzeit auch Hannah zur Mama bringen oder sie kommt zu dir. Da kriegt mir sicher Unterstützung. Und ja, also Lara sagt, okay, Louis, das finde ich eine gute Idee. Und Lara sagt dann, ach, das ist ja wirklich eine super Idee, Louis. Geh wieder in dein Fitnessstudio, geh klettern. Und ja, Angela, wenn mir hilft, da bin ich schon sehr froh. Oder wenn sie Hannah ab und zu mal nehmen kann, damit ich meiner Arbeit nachgehen kann. Das wäre toll. Und du erklimmst diesen Berg. Ich weiß, es ist ein bisschen gefährlich, aber du wirst schon aufpassen. Denn ich möchte ja auch, dass du glücklich bist. Du hast so viel Rücksicht auf mich genommen. Und ja, das ist doch selbstverständlich. Ich freue mich für dich. Ich liebe dich. Ja, und jetzt werden die beiden sicher von alleine irgendeinen Weg finden, was sie miteinander machen oder auch nicht. Sie gehen nochmal Saftbon spielen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir schauen mal. Guckt mal. Ich wusste es. Es gibt kein Grundstück von Minimi ohne diesen Busch. Sonst ist es keiner. Geht doch mal ein bisschen in diesen Busch. Wenn man drüber redet, gibt es immer gleich eine Lösung. Und dann gehen die jetzt zusammen hier in den Busch. Und Angela ist auch noch immer da. Hey, hey, hey. Ich hoffe, du guckst ihnen jetzt nicht zu hier. Das schmeißen wir weg. Na, Koko. Kannst du ein bisschen die Mama, die Oma... Wo ist Hannah eigentlich? In der Tagespflege, das ist doch gut. Angela war zornig und hat das umgeschmissen. Warum wohl? Hier schwimmen auch noch welche, oder? Nein. Hier ist noch Betrieb an der Bar. Mr. Wallis. Damien ist hier. Und die zwei. War's gut? Freudig überrascht. Ja, die beiden. Jetzt sind sie sich wieder einig. Haben alles geklärt. Sind immer noch ein bisschen verdreht, aber das wird schon wieder. Und oh, er gibt dir eine Rose. Wie schön. So, Tisch. Und jetzt fahrt ihr wieder nach Hause, weil ein Hannah, die wartet schon. Ja, hier ist schmutzig. Wollknäuel. Was die hier machen? So, ist Hannah auch da?
Hanna ist auch da. Komm, Luis. Nimm deine kleine Maus. Ist sie müde? Ja. Du musst aufs Döppchen. Hanna. So. Heb sie hoch. Und bring sie aufs Döppchen. Wo haben wir denn ein Döppchen? Oben wahrscheinlich, gell? Ja, hier müssen wir eins haben. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr. Oh, der geht's ganz schlecht. Oh, jetzt habe ich sie. Sorry, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte sie nicht cheaten. Ich wollte nur nachsehen und habe die falsche Maustaste genommen. Sorry, sorry. Und wir werden uns jetzt trotzdem um sie kümmern. Wir haben ja gesehen, dass ihr eigentlich alles gefehlt hat. Schau, Mausi. Geh mal aufs Töpfchen. Und dann wird der Papa dich baden. Hanna baden. Und wo ist denn unser Fitnessraum? Der ist hier. Hier wird sich das nicht ausgehen. Das ist außerdem sehr hoch. Müssen wir mal schauen. Jetzt Moment mal. So, guckt mal. Jetzt habe ich ihm hier eine Kletterwand gekauft und die auch unter Dach gestellt. Es dürfte jetzt eigentlich hier nichts mehr passieren. Wo sind die beiden denn jetzt? Wo ist Hanna? Hanna ist hier. So. Ja, jetzt haben sie sich wieder lieb. Ja. Coco ist ein ganz ein süßer Hund, gell? Ja, seid so froh, dass ihr ihn habt. Du kennst ihn ja jetzt auch schon sehr lange. So, die kleine Maus ist jetzt fertig, die tanzt hier. Die geht jetzt hier in ihren Bettchen schlafen. Die geht jetzt, du bringst jetzt noch Hannah ins Bett. Und Luis guckt sich jetzt mal seine neue Kletterwand an. Sanfte Steigung. Wir müssen das langsam angeben. Schauen, ob das funktioniert hier. Ist kalt, gell? Aber das macht nichts. Ja, super machst du das, Luis. Willst du hier zusehen? Klettern zusehen. Ein bisschen gefährlich findet sie es schon, aber ja, sie hat halt Angst, dass das alles zerbricht, weil sie weiß schon, dass sie sehr viel arbeitet. Ja, Louis heiraten, das können wir anbinden. Das werden wir noch schaffen. Irgendwann. So. Und macht ihr das Spaß? Wie in Kühlkammer, es ist kalt, gell? Ja, wir hören jetzt auch auf, Louis. Und dann wirst du noch mal Lara küssen. Seht ihr? Kaum sind beide zufrieden, passt wieder alles, gell? Die ist zu gut drauf, weil ich sie jetzt gecheatet habe. Oh, das wollte ich ja gar nicht. Sonst würde sie schon lange schlafen. Ach, hier kommt die Tante Luisa. Tante Luisa, du störst die jetzt. Glaub's mir. Schick sie nach Hause und sagt Mama und Papa, die sind gerade Buddy Buddy. Ist auch wieder alles bestens. Alles gut. Und ja, da sind wir zufrieden. Und jetzt sind wir wieder einmal ganz durch mit den Kids. Und ja,
Mal gucken, wo es uns das nächste Mal hin verschlägt. Euch allen da draußen eine wundervolle Zeit, bleibt gesund und munter und kümmert euch um euch und eure Beziehungen. Manchmal braucht es nur ein bisschen reden. Ciao und Baba, eure Christa. I said a lot of things I shouldn't. I know I took more than I gave. Things you asked me to, I wouldn't. I really hate who I became. Still you kept the faith in who I always was. Now I'll give it all I've got to really earn your love. I wanna make you happy as it's possible to be. One.